Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin leider ein bisschen krank, deswegen habe ich mir heute auch Verstärkung geholt. Ja, Tiziana ist auch mit dabei. Hallo. Sie ist leider auch krank, deswegen sind wir auch nicht vor der Kamera zu sehen. Aber was haben wir denn hier? Wir haben mein erstes Xiaomi-Smartphone. Ich habe wirklich noch nie ein Xiaomi-Smartphone getestet. Das ist eine Premiere quasi. Und dann auch gleich noch das Mi 9T Pro. Und ich würde sagen, das unboxen wir jetzt mal ganz entspannt. Macht Tiziana jetzt so ein bisschen, ne? Sie ist ja die Verstärkung, deswegen. Ja, das ist mein erstes Unboxing. Also, ich sage mal, tut mir leid, falls irgendwas schief läuft. So, der Karton mies angeschnitten wird oder so. Ich habe ihn ganz vorsichtig. Ich will das nicht zerstören. Ich habe einen Schnitt geschafft. So, noch ein bisschen kalt. Ist nämlich ganz frisch, ist gerade erst gekommen. Ja. Hier ist noch ein bisschen beschlagen jetzt. Können auch meine schwitzigen Hände sein, wer weiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht nicht auf. Genau. Oh doch. Mein Gott. Ist das nicht geil, so eine Folie abzuziehen? Haben wir eigentlich auf der Verpackung irgendwas verpasst? Ist jetzt nicht so besonders, ne? Vorne das Handy drauf. Hier unten irgendwelche Nummern, die wir jetzt nicht zeigen. Ansonsten ist hier nichts drauf. Pack es doch mal aus. Immer, immer. Es kommt, es kommt. Ganz, ganz, ganz Soll langsam. ich mal, soll ich mal hier halten? Ah, da ist es. Leg das mal hier so hin. Das ist wahrscheinlich wie bei Xiaomi üblich. Ich Ja. hatte zwar noch nie eins, aber ich glaube, das ist ein bisschen näher an die Kamera. Ah, hier ist das SIM-Tool drin und ein Case ist wieder mit dabei. Warte. Guck mal, du hast sogar gleich ein Case mit dabei. Oh, was für eine Farbe. Das Schwarz. ist schwarz. Wollen wir das mal kurz mal rausholen? Absolut. Die sind so ein bisschen wie die OnePlus-Cases. Das ist also Soft Touch, ne? Ja. Das ist ja ganz schick. Beipackzettel, die braucht man noch nicht. Weg. Ich mach die mal hier am Boden. Dann das Tool für die. Ja, das SIM. SIM-Eject-Tool. Und da ist auch schon das Smartphone. Guck's dir an. Da ist es. Da, ich sehe schon den roten Button. Ah, oh, ja, ich auch. Ich muss es kippen. Das ist zu viel. Oh, hier sieht man schon die rote Linse. Ja, aber unbox man hier. Du musst es jetzt erst beiseite legen. Guck mal Ja, so. die Es liegt jetzt hier. Aufregung war zu groß. Was ist das? Dann haben wir ein USB-A auf USB-C-Kabel. Oh! Ah, Da ist ist ja die der. Global-Version. Genau, es ist die Aha. Global-Variante. Deswegen haben wir hier auch einen Stecker, der für uns passt. Der hier aber nicht rausgeht. So, muss man auch umdrehen. Das ist ja kein gutes Unboxer-Erlebnis. Ja, hier ist der Fast Charger. Der mit Output 3 Ampere ist die Maximalleistung. 5 Volt, 3 Ampere. Fürs Fast Charging, genau. Gehen wir mal hier beiseite. Haben wir noch irgendwas? Nö. Kopfhörer gibt es nicht. Ist es jetzt soweit? Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es Du hast jetzt soweit. die ehrenvolle Aufgabe, Okay. die Folie abzuziehen. Das ist. Fange ich hier nicht mehr an? Ich glaube, hier vorne, unten, oder? Da die Masche. Ja, sorry, falls ich manchmal schniefe oder so. Wie gesagt, ich bin krank und. Oh, Okay. das ist so ein bisschen, jetzt kannst du es so einmal so rumziehen. Ich werde es versuchen. Oh, jetzt kommt es. Nice. Oh, das sieht sehr schön aus. Okay. Einfach fast nur noch Display. Das ist schon ordentlich. Den gleich mal anschalten, oder? Na, mach mal. Okay. Drücken den Knopf. Es geht an. Die Folie sieht irgendwie besser aus, Finde finde ich ich. auch. Die Symbole. Setup complete. You ready to rock? Es startet. Da ist Oh, es. das ist schon super. Mit dem Display, okay. Warte, wir machen jetzt was ganz Spannendes. Warum ist es immer noch auf Englisch? Oh, da Da ist ist es. es. Mit Geräusch sogar. Und kleinem Licht? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sieht in der Kamera. Ah, warte mal, ich halte das mal so. Da ja, man sieht es. War es vielleicht ein bisschen unscharf.
Es leuchtet. Ja, das ist das Besondere an dem Smartphone, ne? Ihr habt quasi vorne keine Kamera mehr. Quasi fast nur noch Bildschirm, ne? Wenn man sich das so anguckt. Die Ränder sind so klein. Und hinten dann halt Kameras und eine Pop-Up-Kamera. Und es hat jetzt auch gar nicht so stark die Fingerabdrücke angezogen, muss ich sagen. Ja, ja. Ich würde sagen, das war es auch erstmal soweit mit dem entspannten Unboxing. Wir haben das Handy eingerichtet. Ging eigentlich relativ einfach, oder? Also war jetzt nicht super kompliziert. Was mich nur noch wundert, ist, warum es immer noch auf Englisch ist. Obwohl wir es auf Deutsch gestellt haben. Das stimmt. Das ist merkwürdig. Okay, ich kann schon mal sagen, der Vibrationsmotor ist nicht so gut. Ah, jetzt ist es auf Deutsch. Ah, irgendwie hat das bei der Einrichtung geklappt. Das ist vielleicht für manche, die das nicht so gewohnt sind, so ein Handy einzurichten, ein bisschen doof, wenn die nicht so gut Englisch können. Ah, es sieht schon ganz cool aus, ne? Mhm. Ja, natürlich, ich bin ja eigentlich ein Stock-Android-Fan. Was mir halt direkt auffällt, ist, hier oben ist halt komplett anders. Hier mit der Helligkeitseinstellung ist halt auch noch einmal komplett anders. Die Nachrichtenkarten, wie die aussehen. Du kannst halt direkt von hier auch runterwischen. Ja, das finde ich ja sehr gut. Also ich habe relativ kleine Hände. Alles wegmachen, okay. Und ich könnte niemals nach oben da rankommen, so locker. Was haben wir eigentlich so vorinstalliert? Guck mal, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Hier sind schon Sachen so vorinstalliert, das will man eigentlich nicht. Kann man das löschen? Weiß ich nicht. Entfernen? Ja, ich... Okay, es ist dann damit ist Deinstallation. Oh, ganz coole Animation. Das ist ganz gut. Das ist alles hier erstmal runter hier, oder? Das braucht man alles nicht. Ja, ja, ja. Ja, also sieht man, kann die vorinstallierten Apps auch löschen. Das ist schon mal ganz gut. Gibt es auch Tools? Okay, auch ein paar Sachen vorinstalliert. Das ist die Geste für zurück anscheinend. Die G-Apps sind auch mit am Start. Browser, Musik, Einstellungen. Ach, sorry fürs Schniefen, ne? Den Play Store haben wir. Was ist Mi Video? Ablehnen. Erstmal ablehnen. Ich weiß nicht, was es ist. Na, ablehnen. Ah, es ist wie so ein Videoplayer wahrscheinlich. Opera ist vorinstalliert, warum auch immer. Das kann man ja auch noch hier machen. Die Animation ist ganz cool, oder? Mhm. Ja, was noch anders ist, die ganzen Einstellungen sehen vom Design her ganz anders aus. Ihr habt diese Animation hier, wenn ihr irgendwo ans Ende kommt. Das sieht man jetzt irgendwie nicht mehr so gut. Dass es sich so ein bisschen lang stretcht. Ja, ist schon ein ganz cooles Gerät. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem entspannten Unboxing. Oder wollen wir noch ein paar kurze Bilder machen? Wie du meinst, du bist der Experte hier. Es sieht hier gerade nicht so aufgeräumt aus. Ich Bilder machen wir dann einfach im Review. Deswegen würde ich sagen, war es dann das auch mit dem spontanen kleinen Unboxing, was ein bisschen krankheitsbedingt hier beeinträchtigt wurde. Ja, ja, wir könnten nochmal vielleicht, ich weiß nicht, ob es die Leute interessiert, aber wir haben halt dieses Schwarz. In Carbon. Carbon, genau. Mach erstmal diesen Aufkleber da ab. Ich klebe das immer ganz gerne hier irgendwo rauf und mach's dann wieder in die Packung. Mhm. Ja, wir zeigen euch nochmal kurz ein paar Shots einfach. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo gemacht habt, macht auch gerne ein Abo. Ist alles kostenlos. Ihr kennt das ja, wie es auf YouTube läuft. Und dann würde ich sagen, blenden wir euch ein paar Shots noch ein von dem Gerät an sich. Und dann sehen wir uns im Review. Oder halt wahrscheinlich erstmal zu einem anderen Video wieder. Zu einem anderen Produkt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Haut da rein. Tschüss. Ciao. Ich wink mal an die Kamera. Schön geworden. Respekt.